Dann haben sie eine Zeit lang nicht nur Geldautomaten gesprengt, sondern dann haben irgendwelche Idioten angefangen, Ticketautomaten zu sprengen. So, jetzt gucken wir erstmal das Video, ne? Auf Fragen gehen wir dann später ein. Es sind kühle 6 Grad über Null in der holländischen Kleinstadt Ruhr, als im April 2018 zwei Männer Richtung Deutschland aufbrechen. Peter, vielen Dank, Bruder. Vielen Dank. Nochmal 500 Bits geschiert. Die beiden Kriminellen wollen in dieser Nacht fette Beute machen. Bis zu 300.000 € sind für die Geldautomatensprenger Murat O. und Zakaria M. drin. Beide sind bei der Justiz bestens bekannt. Was, wie viel? Euro sind für die Kriminellen wollen in dieser Nacht fette Beute machen. Bis zu 300.000 € sind für die Geldautomatensprenger Murat O. und Zakaria M. drin. Bis zu 300.000 € in so einem Automaten. Hey, ich dachte, da ist nur noch maximal irgendwie so 25.000 bis 50.000 drin. Beide sind bei der Justiz bestens bekannt. Autodiebstähle, Einbrüche, Waffen, das volle Programm. Was die Täter nicht wissen, an dem Audi klebt ein Peilsender. Ein Team aus deutschen und niederländischen Ermittlern überwacht die Kriminellen. Sie sollen bereits mehrere Automaten in Nordrhein-Westfalen. Ja, Leute, das ist auch so eine Sache, ne? So eine Taktik der Bullen. Da sind mittlerweile schon einige Leute mit auf die Nase gefallen. Die haben mittlerweile so gutes Equipment, was, also Spionage-Equipment, womit sie deine Autos verwanzen. Das sind zum Beispiel Wanzen, die können perfekt den Innenraum aufnehmen. Und die schalten sich dann an, wenn die Fahrzeugtüren auf und zu gehen. Ne? So, dass man dann, dass die erst quasi aufnehmen, wenn jemand ins Auto reingeht, um Akku zu sparen, Batterie zu sparen und so. Also, ja, da wurde schon der ein oder andere Kollege mitgefickt, ne? Der so ein paar Grenzfahrten gemacht hat mit präparierten Autos. Westfalen und Niedersachsen gesprengt haben. Für das Landeskriminalamt sind die Sprengungen ein rasant wachsendes Problem. Wäre den Niederlanden viel mehr... Ja, ich glaube, das mit den 300.000 ist so ein bisschen Bluff, ne? Ich weiß nicht, ob das in Holland so ist, aber in Deutschland kannst du es auf jeden Fall vergessen mit 300.000 in einem Automaten. Ein Kollege von mir hat damals für Kötter, mit Kötter Geldautomaten aufgefüllt. Und ich glaube, das waren so 25.000 € Koffer oder so. Wenn mit Karte bezahlt wird, lieben wir Bargeld. Und solange es solche Geldautomaten gibt und solange diese Automaten nicht den Sicherungsstandard haben, der solche Taten verhindert, haben die Täter natürlich hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, Automaten anzugreifen. Bei der guten Infrastruktur, den gut ausgebauten Straßen ist es möglich, mit schnellen PKWs sehr schnell Deutschland wieder zu verlassen. Und das macht es natürlich reizvoll für die Täter, hier zu agieren. Von der Kleinstadt Ruhr steuern die Täter den Audi über Landstraßen zur Grenze. Kenne ich gar nicht. Ruhr? Was ist denn das? Bereits 9 Minuten nach Abfahrt meldet die niederländische Polizei dem Landeskriminalamt in Düsseldorf, dass sich die Täter auf Deutschland zu bewegen. Guck mal, wie gut die vernetzt sind, ne? Ja. Ich sag euch, die Bullen sind so schlau, Alter. Die haben so gute Möglichkeiten, einfach euch zu ficken. Kriminell sein lohnt sich nicht, ey. Kriminell sein lohnt sich nicht. Früher oder später kriegen die dich einfach. Für Murat O. und Zakaria M. geht's über mehrere Autobahnen nach Dortmund. Unter einer Brücke an der A45 treffen sie sich mit 2 weiteren Mitgliedern des kriminellen Quartetts. In dem unauffälligen Mietwagen sitzen, wie die Polizei ermitteln wird, Samir E. und Anuar A. Sie wurden geblitzt. Lol, der sieht aus wie Oktay. Peter, vielen Dank, Bruder. Vielen Dank. Er haut einfach ein Gifted Sub nach dem anderen raus. Edin genauso. Das Foto ist später ein wichtiger Beweis. Auch Samir und Anuar sind schon seit einem Jahrzehnt Großkunden bei der Justiz. Auch sie können die Finger nicht von Drogen und fremdem Eigentum lassen. Ja, das ist das, ne? Also wenn man weiß, man ist geblitzt worden, Alter. Das merkt man ja, vor allen Dingen nachts. Und dann noch sagen, ach ja, ich wurde zwar geblitzt, aber ich hau noch mal einen raus hier. Alter, apropos einen raushauen, ey, Edin haut schon wieder einen raus. Was ist denn los mit dir, Edin? Alter, 10 Gifted Subs und ich bin erst eine halbe Stunde online, nur von Edin. Digga. Edin bei 54 Gifted Subs auf dem Kanal und der Peter Plitzka auf 64 Gifted Subs. Leute, Leute, Leute. Vielen, vielen Dank. Ich kann es nur immer wieder sagen, Alter. Danke, danke, danke. Unter der Brücke tanken die Täter noch einmal den PS-starken Audi RS. Das Benzin haben sie mitgebracht. Ach, ein Audi RS haben die. Aber ein älteres Modell, wa? Es reicht für mehrere Tankfüllungen. Vorbereitungen für die Flucht. Wir haben festgestellt, dass einige der Fahrzeuge Benzinkanister dabei haben, Reservekanister. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, hohe Geschwindigkeit, viel Spritverbrauch. Tanken kann man sich nicht erlauben an der Tankstelle, dauert zu lange. Deshalb tankt man einfach auf der Fahrt nach, beziehungsweise hält kurz an, tankt nach und verschwindet weiter. Deutsch. Das sind hier die drei Gönner aus dem Chat, Alter. Der Dekan, der Peter und der Edin. Das sind meine Investoren, Jungs, die drei. Das ist quasi mein Twitch-Management. Die bezahlen mich hier bei Twitch. Deutschland ist für Geldautomatensprenger kriminelles Schlaraffenland. Allein in NRW gibt es mehr Automaten als in ganz Holland. Vor allem sind die deutschen Geräte viel einfacher zu knacken. Die meisten Attacken... Ja, die andere Hälfte bekommt Twitch, genau. ...passieren nachts zwischen 1 und 5 Uhr. So wie im April in Hagen. Was aussieht wie ein Feuer, ist die Vorbereitung einer Sprengung. 3 Holländer flexen zunächst eine Öffnung in den Geldautomaten. Ein Zeuge filmt zufällig das Geschehen. Krass, Alter. Direkt gegenüber sitzt ein Typ und filmt das. Junge, Junge, Junge. Guck mal, die rauben wirklich die... Alter, mit Kopflappe. Boah, oh mein Gott, wirklich... Der hat eine scheiß Bierflasche in der Hand. In der anderen Hand ein Handy. Und filmt einfach die Gangster, Alter. Was ist denn da los? Überfall. Oh, die Polizei an. Obwohl die halbe Nachbarschaft aufwacht, machen die Täter weiter. In der Regel dauert ein Coup nur 3 bis 5 Minuten. Der Zeuge hat mittlerweile die Polizei in der Leitung. Jetzt kommt der zweite raus. Eine Explosion. Zu dem Auto kann ich leider zurzeit gar nichts sagen, weil alles ist dunkel. Ist noch da. Alle 3 Personen sind noch anwesend. In der Regel agieren die Täter zu schnell für die Polizei. So, die rennen gerade in die Filiale rein und raus zum Auto. Die Fluchtwagen sind hoch motorisiert. In Hagen allerdings greift gleich ein Zeitungsausträger mit seinem Privatauto ein. Jetzt kommt ein zweites Auto. Hype Train Stufe 5 erreicht, Leute. Nice. Oh jo, was geht da denn? Alter Schwede. Okay, beide Autos sind abgehauen, die 2 Leute sind auf der Flucht. Also der 62-Jährige, da war er zufällig vor Ort mit seinem privaten PKW. Krass, krass. Was für ein Gangsterfilm da. Junge, 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 Alter. Also ganz ehrlich, dafür brauchst du Eier, ne? Ich würde mich das nicht trauen, sage ich euch so, wie es ist. Ich würde mich das nicht trauen. Dekan und Peter, Jungs, nochmal ein dickes Danke. Er hat sich dann ganz kurzfristig dazu entschlossen, diesen mit seinem Auto in das Täterfahrzeug zu fahren. Vermutlich, weil er diesen Bankraub erkannt hat. Ach lol, okay, der Typ ist in die Karre reingefahren Weil er so ein auf ich verhindere den Bankraub machen wollte, oder was? Krass. Was ein Assi. Überleg mal, auf der gegenüberliegenden Seite steht einer mit Bierflasche und Handy, der filmt das so, anstatt die Bullen zu rufen. Und dann ist so ein 62-jähriger, Alter, der denkt sich auch, die rauben die Bank aus. Ich schnapp mal die Bankräuber, Alter. So. Wird dann Fame, weißt du? Steht dann in der Zeitung. 62-jähriger verhindert Bankraub. Wir als Polizei raten natürlich dringend davon ab, das nachzumachen. In dem Fall hat es vermutlich dazu geführt, dass das Fahrzeug irgendwann nicht mehr weiterfahren konnte auf der Autobahn. Allerdings weiß man nie, was für ein Gewaltpotenzial dahinter steckt. Wer sitzt in so einem Fahrzeug? Haben die vielleicht sogar Schusswaffen dabei? Wie gewaltbereit sind die? Deswegen sollte man, wenn man selber mal in die Situation kommt, immer die 110 rufen. Die Bundesanstalt für Materialforschung beschäftigt sich schon seit über 10 Jahren mit der Sicherheit von Geldautomaten. Auf dem Testgelände werden die Geräte fachgerecht in die Luft gejagt. Um den Tresor eines Automaten zu knacken, müssen enorme Kräfte freigesetzt werden. Die Wertschutzbehälter wurden bisher für Angriffe von außen gesichert. Wogegen die gar nicht ausgelegt waren, ist gegen eine Krafteinwirkung von innen heraus. Eben eine Explosion, die genügend Energie entwickelt, dass die Tür herausgetrennt wird und hier von den Scharnieren abgetrennt wird und wegfliegt. Die Schäden nach einer solchen Explosion sind doch so massiv, dass Häuser einsturzgefährdet sind. Die Bundesanstalt will vor allem herausfinden, wie sich die Geräte sicherer machen lassen. Nur so könnten die Täter... Krass, Junge, Alter. Krass. Aber ich weiß nicht, ob die Geräte sicherer machen, dass... der richtige Weg ist, weil am Ende setzen die dann einfach noch mehr Gas ein oder so oder noch mehr Sprengstoff. Ich glaube, die machen das mit Gas und dann jagen die hinterher das halbe Gebäude in die Luft, weil sie an die Kohle ran wollen. Ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sollen sie doch einfach private Sicherheitskräfte einstellen. Also ist das nicht sinnvoller? Die Lust am Sprengen verlieren. In den Niederlanden hat das bereits sehr erfolgreich funktioniert. Ohne zu sehr wirklich jetzt Details zu nennen, man hat eine relativ einfache Art und Weise, wie man solche Geldautomaten insgesamt sicher machen kann, egal ob ich Sprengstoff oder Gase einsetze. Das ist einfach den Widerstandsgrad eines Geldautomaten zu erhöhen. Das geht konstruktiv relativ einfach. Da gibt es auch schon viele Anbieter, die solche zertifizierten Produkte haben. Die müssten nur flächendeckend in Deutschland auf den Markt gebracht werden und eingesetzt werden. Dann hat man schon ein hohes Maß an Sicherheit erreicht. Bessere Automaten kosten viel Geld, was die meisten Banken nicht bereit sind zu investieren. Ja, wie gesagt, sollen die doch einfach private Sicherheitsunternehmen bezahlen, anstatt überall neue Automaten hinzupacken. Ist doch bekloppt. Mal ganz abgesehen davon, ne, dass die Banken sowieso versichert sind, ne? Zumal ja Versicherungen den Schaden ersetzen. Zurück zur Tatnacht im April 2018. Die holländische Gang mit dem Peilsender am Audi fährt um 2:45 durch Castrop-Rauxel. Den Ort haben sie vorher akribisch ausgekundschaftet. In der Bank wäre die beste Gelegenheit für die Polizei zuzuschlagen. Doch trotz des Peilsenders ist das mobile Einsatzkommando nicht vor Ort. Offenbar klappt die Kommunikation mit den holländischen Kollegen nicht. So kann Zakaria M. ungestört den Geldautomaten aufhebeln, damit Murat O. und Anuar A. das Gas ins Innere des Automaten leiten können. Die Sprenger benutzen ganz normales Schweißgas, Acetylen und Sauerstoff. Das explosive Gemisch wird mit einem präparierten Elektroschocker gezündet. Lol. Ja, doof sind die nicht, ne? Meistens lassen die Täter ihre Utensilien zurück, weil das Einpacken nur wertvolle Zeit kostet. In Castrop-Rauxel misslingt der Coup. Die Holländer brechen die Aktion ab, weil plötzlich ein Auto an der Sparkasse auftaucht. Es ist aber nicht die Polizei, sondern mal wieder ein Zeitungsausträger auf seiner morgendlichen Tour. Während die Kriminellen mit dem Audi flüchten, observiert das MEK das zweite Auto der Täter, welches über eine verbaute SIM-Karte geortet wird. Gegen 3:30 Uhr tauchen die... Ja, überlegt mal. Dann haben die einen Peilsender dran, wo einfach eine SIM-Karte eingeführt wird. Und dann können sie, wie bei einer Handyortung, verfolgen sie dann das Auto die ganze Zeit, ne? Weil der Empfänger dann GPS-Daten sendet. Die Täter am Mietwagen auf. Doch die Polizei greift wieder nicht zu. Es sind zu wenig Beamte vor Ort. Offenbar spüren die Geldautomatenknacker die Gefahr und verschwinden. Wir gehen davon aus, dass sie sehr genau gucken, was Polizei macht, dass sie versucht, polizeiliche Maßnahmen zu antizipieren, sich darauf einzustellen, dass sie sehr gezielt darauf achtet, keine Spuren zu hinterlassen, die es uns ermöglichen, Tatserien zusammenzustellen, dass sie sehr konspirativ agieren und dass es extrem schwierig ist, überhaupt die richtigen Personen zu identifizieren, um ihnen dann in einem nächsten Schritt die Taten nachweisen zu können. Zwei Täter verstecken sich in einem Dortmunder Gewerbepark. Morgens lassen sie sich von einer Freundin abholen. Allerdings hat die Polizei die Handys überwacht. Lol, ich glaube, das ist da bei Jean-Pierre in Dortmund. Um 8:30 schlägt das MEK dann doch noch in einer Sackgasse zu und verhaftet zwei Täter und ihre Fahrerin. Die Polizei zertrümmert beim Zugriff die Scheiben des holländischen Ford Fiesta. Edin, ich kann da nach dem Film was zu sagen, ja? In den Niederlanden werden noch am gleichen Tag die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Die Ermittler finden eine scharfe Pistole mit Schalldämpfer. Außerdem stoßen die Fahnder auf Dutzende Schlüssel und professionelles Zubehör zum Knacken von Fahrzeugen. Oh. Nicht schlecht. Mit diesem Gerät lassen sich die Funkfrequenzen der Autoschlüssel auslesen. Im Utrechter Stadtteil Overvecht stürmt die Polizei in einem Hochhaus den Unterschlupf von Zakaria M. Sie finden unter anderem Elektrokabel und Sturmmasken, wie sie von den Tätern bei ihren nächtlichen Raubzügen benutzt werden. Außerdem tauchen Scheine auf, die mit blauer Farbe kontaminiert sind. Das Geld stammt aus einer Tat in Ratingen bei Düsseldorf. Wieso hat der Idiot denn noch die ist das dumm, oder? Also ist das dumm? Wie kann man denn so blöd sein und noch die nutzlosen Scheine noch zu Hause rumliegen haben? Die Kacke hätte ich doch schon längst verbrannt. Also das ist so dämlich, ne? Ohne Scheiß, das ist aber auch so typisch, ne, für so Verbrecher. Die haben immer, die sind an manchen Stellen sind die voll clever. Und an anderen Stellen sind die einfach total dämlich, wo du die an den Kopf packst, ne? Warum habe ich denn farblich markierte Scheine, die nichts mehr wert sind, bei mir zu Hause rumliegen? Aber andererseits hat er Tools zum Schlüsselauslesen von Autos. Weißt du, kann damit Autos knacken, ganz easy. Und keine Ahnung was. Hat da Schweißgeräte, kann Dingens präparieren. So ein Schocker, so ein Taser präparieren. Aber kriegt das nicht hin, markierte Scheine wegzuschmeißen. Zakaria M. lebt offiziell noch bei seinen Eltern. Versuch einer Nachfrage beim Vater des mittlerweile verurteilten Geldautomatensprengers. Wir sind vom deutschen Fernsehen, vom Spiegel. Wir machen eine Dokumentation über Geldautomatensprenger. Ist es möglich, über Ihren Sohn zu sprechen? Er sitzt in Deutschland im Gefängnis, oder? Ja, er ist in Deutschland. Ja, aber von mir hoef nicht ein Foto machen. Ich will nicht. Klar. Keine Foto machen, ich will nicht. Will nicht, dass du Foto machen. Hey, ich will nicht. Okay. Ist Ihr Sohn denn schuldig? Ihr müsst mit ihm in Deutschland sprechen. Er hat einen Anwalt. Auf jeden, Alter. Lass doch den armen Mann in Ruhe, Alter. Der ist doch gestraft genug, dass er so einen Idioten zum Sohn hat, der so eine Scheiße macht. Und dann kommen sie und belästigen den alten Mann noch damit. Was kann er dafür, dass der Junge so eine Bahn einschlägt? Warum kommt ihr hierher? Hey, ich kann kaputt machen. Ja, ist okay, it's okay. Haut endlich ab. Was nicht los ist, das ist Zakaria, yes a lawyer. And, if you want to know. Sein Sohn hat übrigens 6 Jahre und 10 Monate Haft kassiert. Und die Hurensöhne strahlen das halt aus, ne? Das ist halt, ach, das geht überhaupt nicht. Alter, da kriege ich wieder einen Film. Das ist doch asozial, sowas. Das ist doch wirklich asozial, sowas. Der möchte nicht aufgenommen werden, die nehmen den trotzdem auf und veröffentlichen das. Und der Mann, der ist doch bestimmt, wie alt war der jetzt? Der ist doch bestimmt schon über 70, Alter. Und ach, so jemanden belästigen, weiß ich nicht. Typisch Drecksreporter, ey. Die Polizei schätzt, dass es mindestens 300 Geldautomatensprenger. Ja, der Vater, der hat wirklich Stil, ne? Der war gepflegt und alles und keine Ahnung. Ja, man steckt halt nicht drin, ne? In den Niederlanden gibt. Fast alle haben... Ach, die machen das einfach trotzdem. Die machen das einfach trotzdem. Und zur Not zahlen sie halt ein bisschen was dafür. Sollte der Vater vor Gericht gehen, was er wahrscheinlich eh nicht macht. Haben marokkanische Wurzeln. Der Utrechter Stadtteil Overvecht ist ein Hotspot der Kriminellen. Hier haben 60% der Menschen einen Migrationshintergrund, die meisten einen marokkanischen. Hey, Digga, grüß dich. Auch der Rapper Chisa kommt aus dem Utrechter Norden. Er hat ein Lied über das Sprengen von Geldautomaten geschrieben. Für die Arbeit von Murat O. Krasser Typ. Boom. Open die Postbank, Junge. Open die Postbank. In Ehren sind solche Videos Gift. Er ist Sozialarbeiter. Sein Auftrag? Verhindern, dass noch mehr Jugendliche in die Kriminalität abrutschen. Doch die Gegenseite hat PS-starke Argumente. Wir nennen sie die Prinzen des Viertels. Was macht eigentlich mein Bild da oben? Wer hat denn das da wieder? Wer ist doch hier wieder? Was ist da denn wieder passiert, Jungs? Was ist da? Nein, du nicht. Nein, nein, du, ja. So. Das sind die Jungs mit großen Autos und viel Geld. Das kann einen sehr negativen Einfluss auf unsere Kids haben, die das sehen und dann denken, boah, geiles Auto. Wir sprechen dann mit den Jugendlichen und erklären ihnen, dass das keine Perspektive ist. Nofal und Ayub haben marokkanische Wurzeln und sind in Overvecht aufgewachsen. Ihre Illegalität beschränkt sich auf das Frisieren des Motorrollers. Auch sie sind Opfer der Geldautomatensprenger, denn die versauen den Ruf. Für manche von uns ist es schwer, Arbeit zu finden oder nur einen Praktikumsplatz. Und manchmal ist es schon schwer, in ein Geschäft reinzugehen. Wenn ich zum Beispiel in einer holländischen, also in einer weißen Gegend, in den Supermarkt gehe und ich nur eine Dose kaufe, werde ich beim Rausgehen sofort kontrolliert. Im September 2019 steht der letzte Täter der Viererbande vor Gericht in Düsseldorf. Die dritte große Strafkammer verurteilt Anuar A. zu 5 Jahren Haft. Ihm wurde eine Chipstüte im Fluchtwagen zum Verhängnis, auf der die Polizei seine DNA fand. Lol. Eine Chipstüte im Fluchtwagen. Digga. Insgesamt erbeuteten die Utrechter über 1,1 Millionen € bei 9 Taten. Für seinen Anwalt tragen auch die deutschen Geldinstitute eine Mitverantwortung. Die Banken in den Niederlanden haben Gegenmaßnahmen getroffen, mittels Gas beispielsweise, was verhindern soll, dass die Geldautomaten mittels Beibringung eines Gasgemischs gezündet werden oder einfacher gezündet werden können. Hier in Deutschland sind diese Gegenmaßnahmen bislang noch nicht eindrucksvoll getroffen worden, obwohl nach Auskunft der Banken das eigentlich möglich wäre. Die Banken scheuen aber wohl den finanziellen Aufwand. Letzte Meldung. In Peine bei Hannover haben Sonntagnacht Unbekannte einen Automaten gesprengt und auf ihrer Flucht einen Streifenwagen gerammt. Die Täter entkamen. Was hältst du von Chips, frisch und garisch? Digga, ich bin generell nicht so der Chips-Fan. Aber wenn Chips, dann würde ich schon sagen, die ungarischen. With